Guten Morgen! Schön, dass ihr da seid. Hallo, super. Wir wollen heute wieder zusammen von Gott hören und Gott freut sich auch total riesig. Wir haben heute Morgen schon gebetet und haben so gemerkt, wie Gott einfach so gerne uns dienen möchte. Er ist der größte Diener. Manchmal denken wir, wie weit können wir unsere Herzenstür für Gott aufmachen, aber er hat alles gegeben für uns. Wir sind ihm so kostbar und wertvoll und es ist einfach ganz passend, wenn wir ihm einfach alles auch geben, wenn wir nichts zurückhalten, weil er ist so gut. Herr, wir danken dir, dass wir dir, dem gütigen Vater, dienen können. Deine Güte, Herr, ist so groß, deine Freundlichkeit, Herr. Ich danke dir, dass du den Weg frei gemacht hast, dass wir zu dir kommen können, dass wir mit dir Gemeinschaft haben dürfen, dass du uns heilst, dass du uns befreist und dass du willst uns dienen, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du uns heute dienen möchtest. Und wir möchten dir jetzt auch gerne dienen, möchten dir danken, Herr, und dich anbeten und Raum machen für dich in unserem Leben, Herr. Und ich danke dir, dass du auch diese Zeit schon segnest. Amen. Die Kinder, die sind drüben im Kindergottesdienst, die Kleinen und die Schulkinder gehen mit dem Marcio und der Andrea nachher nach dem Lobpreis rüber. Und wer auf dem Herzen hat, wer sich vorstellen könnte, auch mal für ein, so mal mindestens für ein halbes Jahr da mal mitzuhelfen im Kindergottesdienst, können wir dich gerne brauchen. Ich danke, ich übergebe das jetzt an dich, René. Jawohl, einen wunderschönen guten Morgen. Freut ihr euch? Unser Gott ist gut, Amen. Er ist so voller Güte und Gnade und Barmherzigkeit. Die Bibel sagt sogar, seine Güte ist neu jeden Morgen. Auch heute Morgen wieder ganz neu. Und als ich mich vorbereitet habe für den Lobpreis, musste ich immer an das Gleichnis von den verlorenen Söhnen oder vom verlorenen Sohn denken. Und da hat der Vater dann am Schluss auf eine Party eingeladen. Der hat eine Party gemacht für seinen verlorenen Sohn. Und er wollte eigentlich, dass der andere Sohn auch mit dabei ist, aber der war so verhärtet und verärgert, dass er gar nicht auf diese Party konnte und sich gar nicht freuen konnte. Aber ich habe den Eindruck, dass der Herr und Jesus, der Vater, dass er uns heute einladen möchte zu sich, auf seine Party, ja, auf sein Fest. Er hat gesagt, es geziemt sich, fröhlich zu sein. Ja. Also es ist angebracht, es ist angesagt, fröhlich zu sein. Und wir haben Grund, fröhlich zu sein, weil unser Gott rettet die Verlorenen. Amen. Und ich habe auch diese Woche gehört, es haben wieder Menschen, sind Menschen, ja, die Jesus angenommen haben diese Woche auch in der Gemeinde. Und das ist ein Grund, uns zu freuen. Und auch heute, er ist hier, er ist der Retter. Und den wollen wir jetzt ehren und preisen. Amen. Halleluja. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist, dass wir dich jetzt ehren dürfen, dass du den Weg frei gemacht hast zum Vater. Und Herr, wir richten jetzt unser ganzes Herz auf dich. Alles ist für dich heute. Amen. Ich weiß, er hat mich befreit. Weißt du es auch, ja? Hat er dich auch befreit? Ich frage nochmal, hat er dich auch befreit? Schon? Dann dürfen wir das auch singen, ja? Ich weiß, er hat mich befreit. Sein Blut bedeckt meine Schuld. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ja, ich weiß. Er nahm die Schande auf sich und von Schmerzen heilte er mich. Ja, ich weiß, ja, ich weiß, ja, ich weiß. Lasst alle hören. Lasst alle hören. Oh, mein Herr besiegte das Grab, mein Erlöser. Doch ein Grund, uns zu freuen. Amen. Jesus hat das Grab besiegt. Er ist auferstanden und er lebt. Er hat gesagt, weil ich lebe,
soll dir auch leben. Halleluja. Ich weiß. Ich weiß, er hat mich befreit. Sein Blut bedeckt mein Schuld. Ein Weiß. Ich weiß. Ja, ich weiß. Schande auf sich, von Schmerzen heilt er mich. Ja, ich weiß, oh, ich weiß, ja, ich weiß, dass alle hören, oh, mein Herr besiegt er das Grab, mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt. Mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt. Du nimmst die Last, du nimmst die Last mit. Ich steh auf mit dir, ich laufe dir entgegen. Ja, lass uns ihm einen großen Applaus geben. Unseren Erlöser. Und er ist so gnädig und er ist so barmherzig. Amen. Du bist gnädig, du bist gnädig, du bist treu. Du bist voller Freundlichkeit. Deine Liebe fließt aus den Stürmen deiner Güte zu. Du bist heilig, du gerecht, voller Sanftmut und Geduld. Tiefer Friede liegt in den Schatten deiner Flügel. Wir singen Majestät, du thronst in Herrlichkeit. Du bist gnädig, du bist gnädig, du bist treu, du bist voller Freundlichkeit. Deine Liebe fließt aus den Stürmen deiner Güte zu. Du bist heilig und gerecht. Wir verehren dich, denn niemand
Wir erheben deinen Namen, Herr. Wir sein Ehre, Ruhm und Macht. Wir erheben deinen Namen, Herr. Wir sein Ehre, Ruhm und wir erheben. Wir singen Majestät, du thronst in Herrlichkeit, deine Güte wäret ewig. Wir verehren dich, denn niemand kommt dir gleich. Du bist unser Gott und unser Gott. Du allein, du regierst in Ewigkeit. Du bist Majestät. Du bist der König des Himmels und der Erde. Über das ganze Universum, Herr. Du hast alles geschaffen. Und alle Ehre, alle Anbetung gehört nur dir. Thank you.
das ist dein Raum hier. Das ist deine Anbetung, Herr. Wir gehören dir, Herr. Sei du willkommen, Herr. Sei du willkommen, Herr. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich, Herr. Mehr und mehr. Mauern ein, Herr, die uns trennen von dir, Herr. Nimm alles weg, Herr. Nimm alles weg, was nicht zu dir und zu uns passt, Herr. Ich danke dir, Herr, für das Blut Jesu, das gekommen ist, um alles wegzuwaschen, Herr. Alle Sünde, alles Trennende, alles Harte,
alles Finstere, alles Kranke auf. Und Herr, wir wollen uns dir hingeben, Herr. Wir wollen dir diesen Raum schaffen, Herr. Das geschieht, was du willst, Herr. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ich schaffe Raum für dich. Ich schaffe Raum für dich, oh Jesus, für dich. Du was auch immer du willst, du was auch immer du willst. Oh ja, Jesus. Hab du deinen Raum, Herr, hab du diesen Raum. Jesus, geben dir diesen Raum, Herr, dass du tust, was du willst, Herr. Und es ist so gut, was du tust, Herr. All deine Schmerzen, all deine Wunden, all deine Sorgen, all deine Krankheiten und auch all deine Sünden, dafür ist er gekommen. Gib ihm einfach alles, dein ganzes Leben. Jesus, du hast dein Leben für uns gegeben. Jesus, es geht alles um dich, Herr. Es geht nicht um uns, es geht nicht um diesen Gottesdienst. Es geht nicht um das, wer um uns herum ist, sondern dass du da bist, Jesus. Dass du Herr bist, dass du König bist. When the music fades, all is stripped away, and I simply search much deeper.
Jesus, es geht nur um dich, Herr. Es geht nur um dich. Ich liebe dich, Herr. Keiner ist wie du. Anbeten mag sich mein Gott dir zu, mein König Gott, dies Lied von mir, lass mich unser ganzes Herz. Danke, Jesus, für deine Gnade, für deine Barmherzigkeit, dass du uns so sehr liebst. Lass mich, Herr, ein Wohlklang sein vor dir. Ja, Herr, lass uns in allem ein Wohlklang sein für dich. In allem dir wohlgefällig sein, Herr. Weil dann geht's uns auch gut, Herr. Herr, führ uns dahin, Herr. Schneide ab, was dir an uns nicht gefällt, Herr. Durch deine Kraft, Herr. Ich danke dir, dass wir durch deine Güte uns verwandeln dürfen, Herr. In dein Charakter, in deine Art, Herr. Durch deine Güte und Liebe, Herr. Ziehst du uns zu dir. Ich danke dir, Vater im Himmel, ich danke dir, du bist der beste Vater auf der ganzen Welt, Herr. Wir verehren dich, Herr. Wir danken dir, dass du kein
strafender, zorniger Gott bist, Herr, sondern ein gütiger Gott, der einen Weg zu dir geschaffen hat, Herr. Ich danke dir, dass wir kommen dürfen, Herr. Amen. Ich möchte als erstes ein Opfer einsammeln. Und ich lese eine Bibelstelle dazu. Und diesmal ist es nicht so eine angenehme Bibelstelle, aber das haltet ihr auch mal aus, ne? Weil wir wollen ja nicht nur Schokolade essen, sondern manchmal auch Gemüse, ne? Hab ich auch. Lukas 12, Vers 15 bis 21. Jesus sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach: Das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach: Dies will ich tun. Ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm: Du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist es, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Herr, wir wollen reich sein im Blick auf dir. Herr, in allen Angelegenheiten, nicht nur in den Finanzen, aber auch in den Finanzen und in allen anderen Dingen auch reich im Blick auf dich, Herr. Bitte ich, dass du uns dahin führst, dass wir reich sind im Blick auf dir. Ich danke dir jetzt für das Opfer, das du segnest und die Geber segnest. Amen. Das prophetische Wort ist aus Galater 6, Vers 7 und 8 heute. Ist auch eigentlich eher ein ermahnendes Wort, das wusste ich gar nicht vorher. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Und Römer 8, Vers 7 und 8 sagt es noch genauer. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist. Also Fleisch heißt der alte Mensch ohne Christus. Der natürliche Mensch, ne? Der noch nicht erneuerte Mensch. Ne? Der Herr, wenn er in uns wohnt, dann erneuert er uns, ne? Unser, von innen heraus. Ne? Wenn wir Ausschau halten nach dem, was Gott will, werden wir ewiges Leben ernten. Ja, Herr, wir wollen geistlich gesinnt sein. Dann habe ich noch verschiedene Ansagen. Ich brauche Leute, die ein Bett zur Verfügung stellen oder eine Matratze. Ich habe jetzt extra hier mal ein Bett als Bild gemacht, dass ihr seht, es ist nicht die Ankündigung von dem Adonia-Konzert, dem kostenlosen im April, sondern hier ist die Frage nach Leuten, die ein Bett zur Verfügung stellen können am 28.03. oder zwei Matratzen für Jugendliche, die daran teilnehmen an dem Adonia-Konzert. Kommt bitte auf mich zu. Oder es gibt hier diese Zettel auch auszufüllen, was du zur Verfügung hast, eben hinten auf dem Stehtisch im Foyer. Ihr könnt es auch in die Opferkörbe werfen oder hier vorne hinlegen. Und dass ich weiß, wer da so ein gastgeberisch freundliches Herz hat. Weil wir müssten das bis übernächsten Montag nämlich zurückmelden. Und ich wäre dankbar, wenn wir Ihnen welche sagen könnten. Na, insgesamt sind es 70 Leute, die unterkommen müssen. Und wenn die Teenager zu zweit unterkommen und die Betreuer eben mit dem Bett, das sind halt schon einige. Ne? Also es sind verschiedene Gemeinden in Schweinfurt, die eben dieses christliche Jugendmusical, wo jetzt auch Flyer da sind, organisieren. Das wird dann in der Stadthalle sein. Und dafür brauchen wir eben diese Privatunterkünfte. Und da wäre ich sehr dankbar, wenn ihr euch melden könntet. Dann am Donnerstag, diesen Donnerstag um 19 Uhr ist wieder Heiliggeistabend. Das
seid ihr alle herzlich eingeladen. Wir wollen einfach auch dem Geist Gottes Raum geben. Das ist nebenan im Haus, im BGS-Haus unten drin um 19 Uhr. Und am 2.3. werden wir einen Mitarbeitertag haben. Und da könnt ihr euch jetzt schon anmelden und bitte meldet euch auch an. Egal, was ihr für die Gemeinde gemacht habt, um das Reich Gottes auszubreiten, egal was ist, ob es jetzt Kindergottesdienst ist, Kaffee kochen oder Putzen, Technik, im Welcome-Dienst geholfen, Hausmeistertätigkeiten, beim Kindergottesdienst, im Altenheim, im Lobpreis, Handwerkerarbeiten. Meldet euch bitte an. Ihr seid herzlich eingeladen zu dem Mitarbeitertag. Da gibt es, wir werden zusammen essen, zusammen Gemeinschaft haben, Spiele haben, Input haben. Einfach ein schöner Tag von 10 bis 16 Uhr, glaube ich. Genau. Seid ihr herzlich eingeladen. Und die Bibelschulflyer sind da. Die liegen hinten auf. Dankeschön. Hey, Jesus, ich danke dir, dass wir jetzt dem René zuhören können, dass du noch mehr hast für uns, Herr. Ich danke dir. Amen. Ja, es ist so schön, mit euch zusammen Jesus zu erleben. Wow, Jesus. Ja, wir müssen wirklich, wenn seine Gegenwart da ist, das müssen wir richtig genießen, ja. Und das müssen wir richtig feiern, wenn wir spüren, er ist da, er offenbart sich und er möchte sich immer mehr uns zeigen. Und ja, das Wort auch von dem prophetischen Dienst, ich wusste es auch nicht, ist auch immer für mich eine Überraschung. Und es passt wieder mal perfekt auch zu der Predigt heute, weil es geht heute nochmal um den Heiligen Geist, um seine Gaben. Wir haben ja vor 2 Wochen schon über den Heiligen Geist gesprochen. Da haben wir ihn als Person beschrieben. Wir haben beschrieben, wie er im Leben von Jesus gewirkt hat, dass er auch im Leben von Jesus auf Jesus gekommen ist mit Kraft, mit übernatürlicher Kraft, um all das zu bewirken, was im Leben von Jesus dann passiert ist. Und wir haben dann angeschaut, was der Heilige Geist in unserem Leben bewirken möchte und was er durch uns für andere Menschen tun möchte. Und heute werden wir uns mal die Geistesgaben anschauen, also den, 2 Bereiche nochmal, die der Heilige Geist in unserem Leben wirken möchte. Einmal eben seine Gaben, die werden wir uns ein bisschen genauer anschauen, und dann seine Führung. Der Heilige Geist will uns nämlich im Leben führen. Und wisst ihr, das ist so was Wertvolles, wenn der Heilige Geist unser Leben führt. Es kann eigentlich nichts Besseres geben, als wenn der Heilige Geist unser Leben führt. Und deswegen diese Worte von dem prophetischen Dienst ist so wichtig, dass wir lernen, ein Leben im Geist zu führen. Ja? Es gibt einen natürlichen Bereich und es gibt einen unsichtbaren Bereich, einen geistlichen Bereich, der aber real ist. Ja? Eine absolute Realität ist, unser Gott ist real. Ja? Auch wenn wir ihn nicht sehen können, er ist real. Er ist jetzt hier. Der Raum ist voller Engel. Ja? Er ist voll von Dingen, die wir nicht sehen können, aber die absolut real sind, ja. Und wir dürfen lernen, immer mehr diese unsichtbaren Dinge, diese unsichtbaren Realitäten kennenzulernen. Felix hat auch letzte Woche ja darüber gesprochen, Wahrheit oder Realität. Ja, Jesus ist geschrieben, Jesus ist die Wahrheit. Und er ist auch trotzdem. Und auch wenn wir die natürlichen Dinge als Realität oft, als einzige Realität oft betrachten, aber es gibt auch die unsichtbare Realität. Ja. Und tatsächlich ist die noch höher und noch realer als die sichtbare, weil die Bibel sagt, alles, was sichtbar ist, ist vergänglich, genau. Hast du schon mal gemerkt? Wir hatten mal echt ein schönes neues Auto. Und dann 20 Jahre später war es vergänglich. Und es ist schon vergangen. Jetzt haben wir auch wieder ein Auto, aber es ist nicht ganz neu. Ja. Ist auch schön.
Aber es ist vergänglich. Aber die Bibel sagt, das Unsichtbare, das bleibt ewig. Und es ist gut, wenn wir immer mehr lernen, diese Dinge, das, was unsichtbar ist, zu erkennen, dass es eine Realität ist. Und da will uns der Heilige Geist helfen, weil der ist ja auch unsichtbar. Der ist ja auch ein Geist, aber er ist eine Person, die wir kennenlernen können und der durch uns seine Gaben geben möchte. Ja, ich habe heute meine Botschaft, habe ich drei Punkte wieder. Wir schauen uns zuerst mal an die neuen Geistesgaben aus 1. Korinther 12. Das sind echte Power-Waffen, die Gott uns geben möchte. Und dann schauen wir uns an, wie wir als Gläubige, als Nachfolger von Jesus, wie diese Gaben in unserem Leben wirksam werden können. Weil ich finde, es ist viel zu wenig von den Gaben des Heiligen Geistes offenbar und sichtbar. Und da haben wir ordentlich nachzulegen. Ja? Und ich glaube nicht, dass es am Heiligen Geist liegt. Ich glaube nicht, dass es an Gott liegt, sondern ich glaube, es liegt immer an der Empfangsstation. Ja? Gott will. Das werden wir uns dann auch noch anschauen. Und dann als dritter Punkt noch auch die Führung, wie der Heilige Geist uns im Leben führen möchte. Das ist alles ganz spannend. Und wir steigen jetzt mal ein in die Gaben oder Geschenke. Das sind ja Gaben Gottes. Es wird übersetzt, oder im Griechischen heißt es Charisma, ein Gnadengeschenk, Gnadengaben von Gott an uns für Menschen, für die Menschen, damit wir dadurch ein Segen sein können in dieser Welt. Und ich habe es mal bezeichnet als Gottes Wunderwaffen, weil sie bewirken echt Übernatürliches, sie bewirken Wunderbares, wenn sie offenbar werden. Und das ist so wichtig, der Heilige Geist ist übernatürlich, ja. Eigentlich ist am Reich Gottes alles übernatürlich. Und wir brechen das oft so runter auf die natürliche Ebene. Aber wir müssen lernen, das Übernatürliche von Gott zu empfangen und zu umarmen, damit zusammenzuarbeiten und mit ihm eben zu laufen. Ich habe mal drei Bibelstellen aus dem 1. Korinther 12. Erstmal drei Verse, die einiges über diese Geistesgaben aussagen. Das ist erstmal der Vers 1. Da heißt es, was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, ich sage jetzt auch mal noch Schwestern dazu, ja, okay, seid ihr froh, ja, betrifft euch auch. So will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Und ich finde, es sagt schon mal ganz viel aus. Das ist nämlich, oft werden wir gefragt, warum sehen wir so wenig von den Gaben, von dem Wirken des Heiligen Geistes, und es liegt einfach oft daran, dass wir dann nichts davon wissen und dass man nicht gelehrt ist oder dass man da vielleicht unsicher ist, ja, für wen ist es, kann das auch durch mich wirken oder wie funktioniert das Ganze? Und deswegen ist es so wichtig, und es war dem Paulus auch so wichtig, dass er sagt, ich will, dass ihr darüber Bescheid wisst. Und ich glaube, das hat nicht nur der Paulus so gewollt, sondern das war inspiriert von Gott. Gott will, dass wir über diese Gaben Bescheid wissen, weil sie so wertvoll sind. Das sind echte Schätze. Wenn der Heilige Geist offenbar wird, da kann so viel passieren, ja. Der Heilige Geist kann in einer Sekunde mehr bewirken, als wir in 1000 Jahren, ja. Ich glaube das, ja. Und dieses Wort geistliche Gaben, das heißt, das ist im Griechischen das Wort Pneumatikos. Ja, habt ihr vielleicht schon mal, da kommt das Wort Pneumatik auch her, weil der Geist wird auch oft eben als Hauch oder als Wind bezeichnet und Pneumatik hat was mit Luftdruck zu tun. Ja, und die Gaben des Geistes sind so richtige Pneumatikos, ja. Da ist Luftdruck dahinter, da ist Druck, da ist Power dahinter. Wenn Pneumatik angewendet wird, da kannst du mit Luft
werden da Tonnen hochgehoben. Ja? Also wenn das in einem richtigen technisch angewendet wird, dann kannst du mit Luft, musst dir vorstellen, mit Luft, du denkst dir mit Luft, was kann mit Luft schon Großes passieren? Eigentlich ist doch Luft nur Luft. Ja? Aber wenn Luft eben in der richtigen Weise angewendet wird, da kannst du ganze Häuser hochheben oder, keine Ahnung, tonnenweise Lasten hochheben. Also da ist richtig Power dahinter. Und der Heilige Geist, wenn wir lernen, ihn richtig an, ja, wenn wir ihm diesen Raum schaffen, eben wie wir auch gesungen haben, dann ist da so eine Power dahinter. Und eben dieses Wort Pneumatikos ist griechisch und wird übersetzt vom Geist Gottes gewirkt. Etwas, und zwar in übernatürlicher Weise und ganz klar abgetrennt von dem Natürlichen. Und da müssen wir auch eben, wenn wir über die Gaben des Heiligen Geistes sprechen, müssen wir erkennen, das sind keine natürlichen Gaben. Das ist nicht eine natürliche Befähigkeit. Wir alle haben auch natürliche Begabungen und Talente, die Gott auch uns gegeben hat. Aber wenn wir hier von diesen neuen Geistesgaben sprechen, dann sind es nicht natürliche Talente, die sind alle übernatürlich. Die kannst du nicht aus deiner Kraft oder aus deinem Talent hervorbringen, sondern das ist, der Geist wirkt diese Dinge und Gott möchte, dass wir darüber Bescheid wissen. Ja? Ein anderer Vers aus 1. Korinther 12, Vers 7, der sagt: Aus jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Das ist jetzt Elberfelder Übersetzung. Ich habe für euch noch einmal aus der Neuen Lebensbibel Übersetzung. Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Also wenn du dich fragst, ja, kann das auch durch mich wirken, wenn ich ein Kind Gottes bin, wenn ich gläubig bin? Was ist die Antwort? Ja, also zumindest, was die Bibel sagt. Und ich bin der Meinung, die Bibel hat immer recht. Ja? Wir sind die biblische Gemeinde und wir gehen nach dem, was die Bibel sagt. Und wenn die Bibel sagt, dass es für jeden ist, dass Gott jeden gebrauchen will mit diesen Gaben, und übrigens das Wort in dieser zweiten Übersetzung wird eine geistliche Gabe gegeben, das ist kein Zahlenwort. Also das bedeutet nicht, dass du nur eine Gabe empfangen kannst, und man kann verschiedene Gaben empfangen, aber die Aussage ist, dass jeder Gaben von Gott empfangen kann zum Nutzen, ja, um der Gemeinde zu nutzen. Diese Gaben sind in erster Linie zum Nutzen erstmal für andere. Meistens, du bist nur der Überbringer. Sie nützen in erster Linie erstmal anderen, ja, sie gehören dazu, dass du anderen damit dienen kannst. Und ein Wort ist auch noch ganz wichtig, hier das Wort Offenbarung. Jedem wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Das ist auch noch was ganz Interessantes. Der Heilige Geist ist ja immer da, ist auch jetzt da, aber er ist nicht immer offenbar. Oder anderes Wort wird auch benutzt, manifest, ja. Der Heilige Geist kann sich offenbaren, dass er erlebbar wird, dass er spürbar wird, dass es sogar sichtbare Dinge bewegt, dass er Menschen berührt, dass er Menschen heilt, dass seine Kraft wirksam wird und also ja, spürbar wird. Es wird auch oft wie ein Strom, wie elektrischer Strom bezeichnet, ja, in der und so ähnlich kann man sich die Kraft des Heiligen Geistes vorstellen, ja, wie Strom, der fließt. Den kannst du auch nicht sehen, den Strom, ja, aber komm einmal mit so einem heißen Draht in Berührung, ja, habe ich einmal erlebt. Wisst ihr, was mir passiert ist? Mich hat es umgehaut. Ich bin tatsächlich, auf mal hinten umgefallen, weil das mich einfach erwischt hat, ja. Gesehen habe ich nichts, aber die Kraft war da, ja. Und genauso ist mit dem Heiligen Geist, der kann dich auch umhauen. Hat mich schon oft umgehauen. Und ich wünsche mir, dass wir das wieder mehr erleben.
Und ich glaube, er wünscht sich das auch, ja. Und deswegen ist wichtig, dass wir das davon hören, weil es hat auch was mit Glauben zu tun oder mit Erwartung zu tun. Wenn wir gar nicht glauben, dass das alles noch für uns heute ist, die Gaben des Geistes, denn wenn wir denken, naja, das war nur für die Urgemeinde und so, dann werden wir es auch nicht erwarten. Aber, also ich lese nichts in der Bibel, dass das irgendwann aufgehört hätte, sondern das sind die Gaben, die so lange wirken, bis Jesus wiederkommt, weil wir sie brauchen. Weil sie, da kommen wir noch gleich dazu, weil sie uns helfen, Menschen zu dienen. Noch ein Vers, der ganz wichtig ist, wenn wir diese Gaben verstehen wollen. Vers 11. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Also diese neuen Gaben, wir werden uns die gleich noch anschauen und ein bisschen in eine Kategorie einteilen, die wirkt der Geist, nicht wir. Er wirkt durch uns. Ja? Es ist nicht in unserer Kraft, sondern in seiner Kraft. Halleluja. Und wisst ihr, ich habe es vorhin schon gesagt, seine Kraft, im Griechischen heißt es immer Dynamis, ist wunderwirkende Kraft, wird es übersetzt. Und Gott hat uns als Gemeinde diesen Geist gegeben, dass Dynamis, das wunderwirkende Kraft, wirkt. In der Gemeinde, im Leben der Gläubigen, in deinem Leben. Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbarn, in deinem Leben sollen Wunder geschehen. Amen. Sagst du, ja, das habe nicht ich gesagt, also das steht in der Bibel, ja. Und es geschieht aber, wie der Geist will, ja, nicht wie wir gern wollen. Und deswegen ist es wichtig, zu lernen, mit dem Heiligen Geist ihn als Person zu kennen und mit ihm zusammen zu fließen. Deswegen ist dieses Wort, was wir vorhin gehört haben, vom prophetischen Dienst so wichtig, dass wir lernen, im Geist zu leben, diese geistlichen Dinge als Realität zu erleben und zu kennenzulernen und damit zusammenzuarbeiten. Weil wenn wir das lernen, wenn der Heilige Geist wirklich seinen Raum bekommt und wenn er zum Zug kommt, wow, es ist einfach so wunderbar, es ist so herrlich. Und wir werden gleich noch auch das lesen, und danach lohnt es sich, wirklich sich auszustrecken und danach zu eifern. Und das steht auch in der Bibel. Wir schauen uns kurz was an noch. Das haben wir schon vor zwei Wochen uns angeschaut. Diese Kette, dass wir mal verstehen, in welchem, an welcher Stelle wir eigentlich stehen, auch als Gemeinde, als Leib Christi. Der Vater hat Jesus gesandt, ja? Der Vater sendet Jesus. Jesus sendet den Heiligen Geist. Er hat gesagt, ich gehe weg und dann sende ich euch den Heiligen Geist. Er hat ihn nicht einfach nur in die Luft gesandt, sondern hat gesagt, ich sende ihn zu euch, zur Gemeinde, zu den Gläubigen, dass er bei euch sei, dass er in euch sei. Amen. Das ist frohe Botschaft. Halleluja. Heiliger Geist, ja, zünd uns an, lass uns kapieren, wer du bist, ja. Und der Heilige Geist sendet uns seine Gaben. Er sendet uns Geschenke, dass wir sie gebrauchen, dass wir mit ihnen zusammenwirken. Und diese Gaben, die senden uns zu den Menschen. Die machen uns, die helfen uns, Menschen damit zu erreichen. Jetzt wollen wir uns mal diese neuen Gaben, die im 1. Korinther 12 aufgelistet sind, da ist eben diese ganze Liste, und ich habe sie ein bisschen eingeteilt in drei Kategorien. Da gibt es die Offenbarungsgaben, drei Offenbarungsgaben, drei Kraftgaben und drei Sprachgaben. So habe ich sie mal eingeteilt, damit man es ein bisschen gut verstehen kann. Das Erste bei den Offenbarungsgaben ist das Wort der Erkenntnis. Und man muss jetzt gleich den Unterschied machen. Es gibt nicht die Gabe der Erkenntnis, sondern es gibt die Gabe des Wortes der Erkenntnis. Und Erkenntnis
aus dem Wort Gottes zu bekommen oder über Gott zu bekommen, das ist nochmal eine Sache. Das ist, wenn wir auch das Wort Gottes studieren und der Heilige Geist offenbart uns Dinge, dann bekommen wir auch Erkenntnis von ihm und er lehrt uns. Das ist eine Art von Erkenntnis, aber dieses Wort der Erkenntnis, das ist nochmal eine andere Sache. Es ist, wenn Gott dir Dinge zeigt über die Gegenwart oder über etwas Vergangenes. Und wir haben das gerade letzten Sonntag wunderbar gelehrt bekommen oder demonstriert bekommen. Der Felix hat dieses Zeugnis erzählt von der Geburt von der Salome. Und da gab es ja diesen Moment, wo es irgendwie nicht richtig weiterging mit der Geburt. Und dann hat die Luisa, also die Zwillingsschwester von der Hanna, zu Hause gebetet. Und sie hatte ein Wort der Erkenntnis. Das nennt man ein Wort der Erkenntnis. Sie wusste plötzlich etwas, was sie vom Natürlichen her überhaupt nicht wissen kann. Ja? Und das hat Gott ihr gezeigt. Ja? Und es hat gedient. Das hat, wenn ihr euch erinnert, sie hat, wie war es genau, sie hat plötzlich den Eindruck gehabt, das Kind steckt fest, aber sie sollen sich keine Sorgen machen, es wird alles gut. Ja? Das Kind, ach ja, genau, das liegt nicht richtig. Genau, das war das Wort. Das Kind liegt nicht richtig im Geburtskanal, aber Gott wird das Kind drehen und es wird ganz normal geboren werden. Ist das der Hammer? Woher konnte die Luisa das zu Hause wissen? Eine Gabe, das war eine Gabe vom Wort der Erkenntnis, dass sie übernatürlich etwas wusste und sie konnte das mitteilen. Sie hat im Krankenhaus angerufen, hat gesagt, hallo, ich habe für euch gebetet, habe dies und dies Wort gehabt. Sie wusste gar nicht zu Hause, dass das Kind, sie konnte gar nicht wissen, dass das Kind falsch liegt. Aber das war der Befund, so war es. Und es hat sich dann gedreht und ist normal geboren. Halleluja. Und das ist ein Wort, Erkenntnis ist übernatürlich. Und du kannst es nicht von dir selbst wissen. Aber es ist so wertvoll. Amen. Ich glaube, Felix und Hanna würden bestätigen, wie wertvoll das für sie in dem Moment war. Ja? Und es ist tatsächlich so wertvoll für die Menschen, die das empfangen. Da gibt es ganz viele Beispiele in der Bibel. Zum Beispiel der Ananias, dieser Jünger, als der Paulus sich bekehrt hatte, also wo der Saulus zum Paulus geworden ist, da hat ein Jünger, heißt es in der Bibel, in der Apostelgeschichte 9, der hieß Ananias, der hat ein Wort, der hat von Gott empfangen, dass dieser Paulus Gott erlebt hat, dass der jetzt irgendwo ist und betet und dass er ihn braucht und dass er dahin gehen soll. Und das war für den Ananias ein bisschen eine Herausforderung, weil der wusste ja, der Paulus, der bringt eigentlich die Christen um, ja, und der bringt sie in den Knast und warum sollte ich dahin gehen? Aber es war ein übernatürliches Wissen über diese Situation, über den Paulus. Und hat dem Paulus geholfen. Der hat für ihn gebetet, der wurde wieder sehend. Paulus wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist, hat sich taufen lassen. Und was dann aus dem Paulus geworden ist, das wissen wir auch. Also davon wissen wir vieles. Ja. Also es ist ein übernatürliches Wissen von Vergangenen oder Gegenwart. Das nächste Wort der Weisheit ist auch nicht eine Gabe der Weisheit, weil in den Sprüchen steht zum Beispiel, dass Weisheit eben auch aus unserer Haltung, unserer Beziehung zu Gott kommt, dass wir seine Worte annehmen. Das ist natürlich auch von Gott gegebene Weisheit, aber es ist hier ein Wort der Weisheit, ein übernatürliches Wissen für Dinge, die in der Zukunft liegen. Und das ist natürlich auch was ganz Wertvolles, wenn wir vorbereitet werden können auf Dinge, die kommen. Das ist zum Beispiel in der Apostelgeschichte auch gewesen, wo der Prophet Agabus, hieß er glaube ich, den Apostel Paulus vorgewarnt hat, was ihm in Rom begegnen wird, dass er gefangen genommen wird. Paulus ist trotzdem gegangen, aber er war vorbereitet, ja. Und woher konnte der das wissen? Ja, das war ein Wort der Weisheit, ein Wissen. Was ist Weisheit? Weisheit ist, im richtigen Moment das Richtige tun zu können.
Und wenn Gott ein Wort der Weisheit gibt, dann bereitet er uns vor, dass wir im richtigen Moment, am richtigen Ort das Richtige tun können. Halleluja. Das ist übernatürlich, das kann man nicht wissen, das kann man nicht nur durch Studieren oder irgendwie herausbringen, das gibt Gott als eine Gabe. Und danach dürfen wir uns ausstrecken. Dann Unterscheidung der Geister gibt es auch. Und dazu möchte ich noch was Wichtiges sagen, weil das wurde manchmal auch falsch gedacht, dass man meint, ja, ich habe so die Gabe, dass ich unterscheiden kann, wer richtig ist und wer falsch ist. Ja? Und das ist nicht diese Gabe. Ja? Es gibt nicht die Gabe der Fehlerfindung bei anderen Menschen. Ja? Hat mir mal jemand echt gesagt, ich habe die Gabe der Fehlerfindung. Ich finde immer die Fehler bei allen anderen. Habe ich gesagt, ja, dann such doch erstmal bei dir. Ja. Weil es ist immer leicht, bei anderen Fehler zu finden. Und tatsächlich, dazu brauchst du noch nicht mal eine Gabe unbedingt von Gott. Das ist oft ganz einfach. Ja. Das ist nicht die Gabe der Geisterunterscheidung. Das ist, wenn du unterscheiden kannst, welcher Geist am Wirken ist. Weil es gibt auch verführerische Geister, sagt die Bibel. Lest mal den ersten Johannesbrief. Der Johannes, der hat darüber geschrieben, dass gerade in der letzten Zeit verführerische Geister, also dass man die Geister prüfen soll. Sagst du, oh, das klingt so spukig, ja, Geister und so. Ja, wir, Dinge aus der unsichtbaren Welt haben Einfluss einfach auf unser Leben und oft auch ausgedrückt durch Ideologien oder Mindsets und so weiter. Und dann muss man prüfen, wo kommt denn das her? Ja, wenn du YouTube-Videos schaust, oh meine Güte, da kann viel Gutes dabei sein, kann aber auch so viel Schrott dabei sein. Und dann musst du prüfen, wo kommt denn das her? Ist das echt von Gott? Und da ist gut, wenn du Geisterunterscheidung hast. Und tatsächlich, aber das ist auch übernatürlich, aber du kannst drum beten. Und tatsächlich ist es auch eine Gabe, in die geistliche Welt schauen zu können. Es gibt Geschwister hier auch in der Gemeinde, die sehen manchmal Dinge, die hier Engel und Sachen, die hier im unsichtbaren Bereich da sind. Und wozu ist das? Zu unserer Ermutigung natürlich. Mir hat mal jemand gesagt, dass während meiner Predigt so ein Riesenengel hinter mir gestanden wäre, ja. Hat eine Schwester mir nach dem Gottesdienst gesagt, meint ihr, das hat mich ermutigt? Ey, das hat mich total ermutigt, ja. Habe ich gedacht, wow, vielleicht steht er jetzt auch da, ja. Sieht ihn jemand? Ey, das ist die Realität, bei dir steht auch einer. Oder der sitzt vielleicht neben dir. Ich weiß gar nicht immer, wo die überall Platz haben, ne? Weil wenn da jeder seinen Engel auch noch mitbringt, aber das ist nicht das Problem. Okay. Wir schauen mal die zweite Kategorie an. Es gibt Kraftgaben. Wow. Die liebe ich besonders, wenn Gottes Kraft offenbar wird. Es gibt eine Gabe, die nennt sich Gabe des Glaubens. Und manche Bibellehrer fügen das Wort besonderer Glaube hinzu, weil Gott hat jedem Gläubigen ein bestimmtes Maß des Glaubens zugeteilt, das steht auch im Römer 12 so, aber es gibt eben eine Gabe von besonderem Glauben. Also es hat mal jemand so bezeichnet, also dass du schon vorher weißt, was jetzt passieren wird. Ja? Zum Beispiel, wo Johannes und Petrus zusammen in den Tempel gehen und sehen den Gelähmten da und er bittet um ein Almosen. Und dann sagen sie zu ihm, also Geld, Silber und Gold haben wir nicht, aber was wir haben, das geben wir dir jetzt. Und irgendwie wussten die schon, was jetzt passiert. Steh auf jetzt im Namen Jesu und geh. Und der ist aufgestanden und ist gegangen. Ja, da muss man schon gewisse Kühnheit haben, wenn man jetzt zu dem stadtbekannten Gelähmten, der schon seit fast 40 Jahren da am Tor liegt, wenn man zu dem hingeht und sowas sagt, ja. Und das ist nicht natürlich normaler Glaube, sage ich immer, wobei jeder Glaube übernatürlich auch ist, natürlich.
Aber das war besonderer Glaube, wunderwirkender Glaube, kann man das auch bezeichnen. Oder zum Beispiel Elia auf dem Karmel. Hey, der hat die ganzen Baalspriester rausgefordert. Er hat gesagt, ey, jetzt schauen wir mal, wo der richtige Gott ist. Ihr macht so ein Opfer für euren Gott und ich mache ein Opfer für meinen Gott. Und dann schauen wir mal, wo das Feuer aufs Opfer fällt, das ist der wahre Gott. Und ey, der stand allein gegen Hunderte, gegen Tausende von Leuten, stand er da allein und hat die rausgefordert. Das kannst du nicht einfach nur mit normalem Glauben, weil wir sehen auch am nächsten Tag, ist er davongelaufen. Ja, da war diese Gabe nicht mehr wirksam. Das kannst du in der Bibel lesen. Am nächsten Tag, als dann die Drohung gekommen ist von der Isabel, hat er sich verdünnisiert. Er hat gesagt, oh nein, ich bin der Einzige, ich bin der Letzte, ich muss irgendwie hier weg. Aber in dem Moment, wo diese Gabe offenbar war, ja, da konnte ihn nichts erschüttern. Das war übernatürlich. Und Gott schenkt solche Momente, will er schenken, wo wir das auch brauchen. Ja, manchmal brauchst du noch ein Maß des Glaubens mehr, ja, weil dein persönlicher Glaube manchmal nicht ausreicht. Ja. Halleluja. Und da ist Kraft, wird Kraft freigesetzt. Dann Wunderwirkungen. Es gibt eine Gabe, Wunder zu wirken. Und natürlich viele Dinge, auch wenn jemand geheilt wird oder so, das sind Wunder. Aber eigentlich echte Wunder sind, wenn, also die Definition von Wunder ist, dass der natürliche Lauf, der einfach durchbrochen wird. Also der normale Lauf der Natur oder Naturgesetze überwunden wird. Als Jesus zum Beispiel Wasser in Wein verwandelt hat, das war ein Wunder. Das war nicht natürlich, ja. Da kannst du ewig warten, bis sich Wasser in Wein verwandelt. Also wir schaffen es meistens umgekehrt. Wir verwandeln Wein in Wasser. Ja, das sagt mir immer jemand, aber nein. Aber das ist ein Wunder. Das ist übernatürlich. Oder wenn man auf dem Wasser läuft. Das macht man normalerweise nicht so. Das ist ein Wunder. Und auch diese Gabe steht hier, dass Gott sie auf seine Gemeinde zur Verfügung stellen will. Wir hatten vor einigen Jahren, war ein Mann hier in der Gemeinde, oder der kam dann in die Gemeinde, weil er nicht nur eine Heilung erlebt hat, sondern der hat ein echtes Wunder erlebt. Der war im Endstadium Krebs, ja, echt Endstadium. War aufgegeben von den Ärzten, Darmkrebs, war alles voll zu und war schon aufgegeben. Und ein Bruder, der damals mit ihm im Krankenzimmer war, hat für ihn gebetet. Und wisst ihr was? Die haben nichts mehr gefunden. Dreimal wurde er untersucht mit Darmspiegelung und alles hin und her. Und es war einfach weg. Ja? Das war nicht einfach nur eine Heilung, weil das war ein Wunder. Ja? Und ich kenne diesen Bruder, der hat schon öfter für Leute gebetet. Das ist jetzt nicht dauernd, wenn er gebetet hat, passiert, sondern das war in dem Moment eine Gabe von Gott für diesen einen Mann, dass er dieses Wunder empfangen kann. Und das ist doch so wertvoll. Amen. Halleluja. Okay, ich muss ein bisschen Gas geben. Dann gibt es Gaben der Heilungen, nochmal speziell. Interessanterweise stehen die im Plural. Gaben der Heilungen. Und man fragt sich vielleicht, warum ist es im Plural? Und es ist deswegen, weil es so viele verschiedene Krankheiten auch gibt. Ja? Und ich weiß von Dienern Gottes, dass es tatsächlich manche Diener gibt, die haben für bestimmte Krankheiten von Gott eine Gabe bekommen. Zum Beispiel der Billy Smith, weiß ich, ist vielleicht für manche ein Begriff, der hat eine Gabe gehabt, taubstummen Leuten zu dienen. Und da sind so viele Taubstumme in seinem Dienst geheilt worden. Ja? Und wir dürfen uns danach ausstrecken. Halleluja. Und das ist auch nochmal ein Unterschied zu dem Gebet des Glaubens, wie es in Jakobus 5 steht. Da heißt es, ist jemand krank unter euch,
der bete und rufe die Ältesten zu sich und sie sollen ihn mit Öl salben und das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen. Halleluja. Wir können im Glauben beten, weil Gott seine Zusagen für Heilung schon gegeben hat. Das ist im Glauben. Aber es gibt dann auch eben über dem Ganzen noch dazu eine Gabe der Heilung oder Gaben der Heilungen, die dann auch funktionieren, wenn gar kein Glaube da ist. Ja? Ich habe mal für jemanden gebetet, der hatte ein zu kurzes Bein und der hat mir noch während sein Bein länger geworden ist, gesagt, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht, das gibt es nicht, sowas gibt es nicht. Das, sowas. Und sein Bein ist vor unseren Augen und wir haben gebetet, das war so ein Stück kürzer und er erzählt, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht, aber es ist trotzdem dann gleich lang gewesen wie das andere. Halleluja. Danach hat er vielleicht schon ein bisschen mehr geglaubt. Er war auf jeden Fall sehr verdutzt und war sehr, ja. Aber er hat es eigentlich nicht selber geglaubt, ja. Und ich glaube, dass das in dem Moment ein Wirken des Heiligen Geistes war. Einfach ein Gnadengeschenk. Es sind ja Gnadengeschenke. Okay, wir gehen mal weiter. Noch eine Kategorie. Sprachengaben gibt es auch noch. Das sind Gaben, die etwas aussagen, ja. Da gibt es die Prophetie oder Weissagung. Das ist, wenn der Heilige Geist durch einen Menschen oder spricht. Oder wenn ein Mensch inspiriert vom Heiligen Geist etwas weitergibt. Und zwar sagt die Bibel zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Es ist nie, um ein Urteil über jemanden zu sprechen oder Gericht oder sowas. Ja, es kann schon mal sein, dass es eben eine Ermahnung gibt auch, dass man sagt, hey, da bist du auf dem Holzweg, Gott will dir helfen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Es ist immer mit Gnade verbunden, aber es ist inspiriert vom Heiligen Geist. Übrigens wirken manchmal die Gaben auch zusammen, ja. Das Wort der Weisheit oder Wort der Erkenntnis kann auch mit Weissagung zusammenwirken, dass man Dinge weiß über einen Menschen und ihm aber zur Erbauung etwas weitergibt. Also, und das ist auch so wertvoll, weil wir brauchen alle Erbauung und Trost, Ermahnung und am besten, wenn es der Heilige Geist übernatürlich tut. Dann gibt es Arten von Sprachen und das ist jetzt ganz wichtig. In dieser Neunerliste wird ganz klar aufgelistet, dass es Arten von Sprachen gibt. Und da ist gar nicht das allgemeine Sprachengebet gemeint, was jeder Gläubige empfangen kann, weil das ist ja zu deiner Auferbauung. Und all diese neuen Gaben, die sind zur Erbauung von der Gemeinde. Ja, und das muss man ganz klar unterscheiden. Manche wissen jetzt gar nicht, was redet denn der von Sprachenreden. Das ist das, was an Pfingsten passiert ist, als der Heilige Geist ausgegossen wurde und die Jünger fingen an, in einer neuen Sprache zu reden, die sie gar nicht gelernt haben. Und es gibt es heute immer noch. Halleluja. Dank sei dafür. Aber es gibt eben eine Art dieses Sprachenredens, wo es als eine Botschaft an die Gemeinde gerichtet ist. Ja? Und das ist was anderes als das Sprachengebet, wo du mit Gott in Verbindung bist. Weil da heißt es in der Bibel, wenn jemand in Sprachen redet, dann redet er mit Gott und niemand versteht es. Braucht auch niemand verstehen, weil es ja zwischen dir und Gott ist. Aber es gibt eben eine Art des Sprachenredens, was an die Gemeinde gerichtet ist, als eine Botschaft. Aber das versteht natürlich keiner. Deswegen sagt die Bibel, wenn das so ist, dann muss es auch ausgelegt werden. Nicht jedes Sprachengebet muss ausgelegt werden, steht auch in der Bibel. Aber wenn es als Botschaft an die Gemeinde gerichtet wird, dann muss es natürlich auch ausgelegt werden, also nicht jetzt direkt übersetzt, ist meistens keine Übersetzung, sondern es ist eine eigene Botschaft dann, die durch den Ausleger dann an die Gemeinde kommt. Weil es muss ja zur Erbauung dienen. Und wenn es nicht ausgelegt wird, ist es nicht erbauend. Während das persönliche Sprachengebet, das ist für dich erbauend, für den, der spricht. Ja? Und das ist dann eben immer in Ordnung. Ja? Da sagt der Paulus, betet alle Zeit
in diesen neuen Sprachen. Betet alle Zeit im Geist, damit ihr erbaut seid. Okay, das waren jetzt mal die neuen Gaben. Da könnte man natürlich noch viel mehr drüber sagen. Und ich merke schon, unsere Zeit geht auch schon zu Ende. Aber ich mache noch einen Punkt auf jeden Fall. Wie werden die Gaben wirksam in deinem Leben? Ist es interessant? Also ich finde, es ist wichtig. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Punkte in der Bibel, wo wir lernen können, dass wir können das lernen, ja, uns nach diesen Gaben auszustrecken und auch gewisse Dinge in unserem Leben so, ja, so zu gestalten, dass Raum für diese Gaben gegeben wird. Also zuerst mal musst du ja davon wissen, ja, auch, dass die überhaupt gibt, ja, und dass sie für dich da sind, dass Gott durch dich sogar, weil man denkt ja auch, ach, wer bin ich denn schon und wer bin ich denn schon, aber Gott will jeden gebrauchen mit seinen Gaben. Und deswegen ist gut, dass wir es hören, weil es hat auch was mit Glauben zu tun, mit Erwartung, damit diese Gaben wirksam werden können. Okay, und da steht auch eine Ermutigung im 1. Korinther 12, da heißt es, eifert aber um die größeren Gnadengaben. Erstmal bis dahin. Also das heißt, wir können danach eifern, uns danach ausstrecken. Das ist nicht verboten, das ist nicht unheilig oder das ist nicht irgendwie komisch, sondern wir dürfen Gott darum bitten, wir dürfen da uns danach ausstrecken. Und zwar um die größeren. Was ist die größeren? Was sind die größeren Gnadengaben? Das sind die, die gerade im Moment am wichtigsten sind oder gebraucht werden. Ja? Und wenn jemand gerade Heilung braucht, dann nützt es ihm vielleicht nichts, wenn du gerade, keine Ahnung, irgendwie Brotvermehrung machst. Ja? Weil du denkst, ja, Brot haben wir eigentlich schon genug. Jetzt bräuchte ich eigentlich eine Heilung. Ja? Also dummes Beispiel. Aber die Gnadengabe, die gerade im Moment jemand braucht, das ist die Größe und die eben gerade im Moment am nötigsten ist. Und dann heißt es hier, und einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. Und wer sich in der Bibel auskennt, der weiß, nach diesem Vers kommt dann Kapitel 13, das Hohelied der Liebe Gottes, dass es alles nur mit der Liebe Gottes funktionieren kann, ja. Und das ist ganz wichtig. Aber da möchte ich jetzt zwei Extreme, glaube ich, die hier gelehrt werden, kurz benennen. Das eine Extrem ist, dass es diesen Vers nimmt und sagt, einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. Das wurde manchmal so ausgelegt, ja, wir haben ja die Liebe Gottes und dann brauchen wir ja nicht die Gaben Gottes, weil das ist ja der größere und bessere Weg, die Liebe Gottes. Aber ich glaube, das wäre die falsche Auslegung an dieser Stelle. Natürlich, ohne die Liebe Gottes geht es nichts. Und weil ohne Liebe, habe ich mal gesagt, ohne Liebe ist gleich ohne Gott, weil Gott ist Liebe. Und das würde jetzt zum Beispiel auch erklären, wo die Bibel auch von falschen Propheten spricht. Kennt ihr diese Stelle in Matthäus 6, wo es heißt, Herr, haben wir nicht in deinem Namen dies und jenes und das alles getan? Und Jesus sagt, ich kenne euch gar nicht. Ja? Das wäre jetzt ein Beispiel, wo Menschen ohne die Liebe Gottes etwas also da bewirkt haben, anscheinend für Gott, aber wenn es ohne Liebe ist, dann hat es eben auch keinen Wert. Also dieser Vers sagt nicht aus, Entschuldigung, jetzt habe ich es ein bisschen durcheinander gebracht. Also das eine Extrem ist, dass man sich nach Gaben einfach ausstreckt, um irgendwie spektakulär dazustehen, um sich vielleicht auch einen großen Namen zu machen, dass man Ansehen dadurch bekommt. Und Gott, manchmal wirken Gaben durch Menschen, wo du denkst, ach du meine Güte, warum wirkt da jetzt so ein Wunder durch den? Der ist ja total aufgeblasen. Weiß ich auch nicht, warum das manchmal passiert.
Das wäre jetzt noch mal eine eigene Lehre, dass der Charakter und dass der wichtiger ist als die Gaben, ja, dass unsere Charakterbildung wichtiger ist. Genau. Also das eine Extrem ist, dass die Gaben, dass man sich nach den Gaben ausstreckt ohne Liebe. Und das sagt die Bibel, das zählt nicht. Aber das andere Extrem wäre jetzt zu sagen, ja, wir brauchen die Gaben nicht, wir haben ja die Liebe Gottes. Und ich möchte euch zeigen, dass eben beides zusammenwirken muss. Dass beides und dass da drin die große Kraft liegt. Dieser Vers wird übrigens in der Hoffnung für alle ein bisschen anders aus übersetzt. Und da heißt es aber, jeder Einzelne soll sich um die Gaben bemühen, die der Gemeinde am meisten nützen. Und jetzt zeige ich euch den einzigartigen Weg dahin. Also man kann das wohl auch so auslegen und übersetzen, dass einfach die Liebe der beste Weg ist, um in diese Gaben hineinzukommen, dass die Gaben wirksam werden in der Gemeinde, in einem Menschen. Weil es muss eigentlich so sein. Ja? Gott ist Liebe und alles, was wir tun, sollen wir aus der Liebe heraus tun, um anderen Menschen damit zu dienen, nicht in erster Linie uns damit zu dienen. Genau, weil es kann damit nicht gemeint sein, dass wir die Gaben nicht bräuchten, weil wir ja die Liebe haben, weil im Vers, ein paar Verse später, im Kapitel 14, Vers 1, schreibt der Paulus nochmal ganz klar, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Und da sehen wir beides, ja. Wir streben nach der Liebe, wir eifern nach den Gaben, weil wenn beides zusammenkommt, wow, dann ist richtig Power da. Also wir dürfen uns nach den Gaben ausstrecken, in Liebe, im Glauben, im Gebet. Aber Grundlage muss einfach die Liebe Gottes sein. Und dazu habe ich noch, die Liebe Gottes muss die Grundlage sein. Habe ich jetzt vergessen, dass ich das hier eingefügt habe. Sorry. Genau. Und die Bibel nennt uns auch eine Haltung, die dabei wichtig ist, wenn wir uns danach ausstrecken. Das ist in 1. Korinther 14. So auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. Also wenn euch die Menschen am Herzen liegen, wenn euch andere Menschen am Herzen liegen, ihre Not, ihr Leid oder ihr Zustand oder einfach ihnen dienen zu wollen und das euer Anliegen ist und das unser allererstes Verlangen ist, dann wird ein Raum geschaffen, dass der Heilige Geist seine Gaben schenken kann. Halleluja. Und eine Regel gilt da auch noch. Alles muss dem geistlichen Aufbau der Gemeinde dienen. Alles diene zur Erbauung, ja, und zwar für die Gemeinde. Nicht, dass du dann als der große Zambano den Namen verschaffst, sondern dass die Gemeinde erbaut wird. Okay. Halleluja. Also, die Gaben und der Charakter Gottes wirken zusammen. Die Liebe Gottes, mal zu schnell, eins zurück. Die Liebe Gottes und der Charakter, also und die Gaben, die Offenbarung der Gaben, wirken zusammen und es sind tatsächlich Gaben der Liebe Gottes. Und als solche werden sie auch wirksam, wenn wir in der Liebe Gottes uns ausstrecken nach anderen Menschen. Jesus hat diese Gaben gebraucht, um Menschen zu gewinnen, ja. Zum Beispiel den Nathanael. Könnt ihr euch an die Geschichte mit Nathanael erinnern? Nathanael wird zu Jesus gebracht und Jesus sagt gleich, oh, ein richtig guter Israelit, der aufrichtig ist, der ehrlich ist, der echt ist. Und dann Nathanael sagt, hey, woher kennst du mich überhaupt? Wir haben uns doch noch nie gesehen. Und Jesus sagt, ich habe dich schon gesehen, wo du noch unter dem Baum gesessen warst. Ja? Und das hat den Nathanael umgehauen, dass er ein Nachfolger von Jesus geworden ist. Halleluja. Und Jesus sagt, ach, das ist doch noch gar nichts.
Wenn du mit mir gehst, dann wirst du die Engel Gottes sehen. Ja? Aber wenn du jetzt deswegen schon glaubst, dass ich der Christus bin, ist okay, dann komm mit. Ja? Und wisst ihr, ein so ein Wort, ein so ein Ding, so eine Begegnung hat dieses Leben von diesem Nathanael um 180 Grad gedreht. Oder die Frau am Brunnen. Ja? Jesus sagt, ja, hol doch mal deinen Mann. Und die Frau sagt, oh, ich habe doch keinen Mann. Sagt sie, ja genau, das weiß ich doch. 5 Männer hast du gehabt und mit dem du jetzt zusammen bist, ist gar nicht dein Mann. Wow, woher weißt denn du das? Wer bist denn du? Ja? Oh. Also selbst wenn ich das erzähle, kriege ich schon Gänsehaut. Ja? Das sind die Gaben des Geistes, ja, die übernatürlich. Woher wusste Jesus das? Ja? Naja, denkst du, war ja Jesus, der weiß alles. Jesus wusste nicht alles. Der musste man mal fragen. Ja, der musste man mal Fragen stellen. Aber wenn der Heilige Geist es ihm geoffenbart, dann wusste er es. Ja? Und Gott möchte uns auch Dinge offenbaren. Zachäus auf dem Baum, ja? Jesus spricht ihn an mit seinem Namen. Sagt Zachäus, du musst runterkommen, ich will heute bei dir essen. Oh, ich wollte mich verstecken, Jesus, hier, jetzt sprichst du mich auch nur mit dem Namen an. Das ist die Liebe Gottes. Es war die Liebe Gottes. All diese Menschen haben die Liebe Gottes erlebt, ja? Weil sie übernatürlich, weil sie gemerkt haben, hey, da ist jemand, der kennt mich. Wow. Und weißt du, Gott kennt dich, ja? Halleluja. Und deswegen ist es so wertvoll, diese Gaben. Ich hatte vor vielen Jahren so ein Erlebnis. Ich saß im Flugzeug und neben mir saß ein richtig kräftiger Amerikaner, ja, wie man sich so kräftigen Amerikaner vorstellt. Habt ihr so das Bild mit Cowboyhut und richtig kräftig? So ein wahrscheinlich Texaner oder keine Ahnung. Und er sah auch richtig gesund aus und so. Und während dem Flug habe ich plötzlich den Eindruck, dass der eine ganz schwere Zeit durchmacht. Und Gott sagt, ich soll ihm das sagen, dass Gott ihm das sagen will, dass er das weiß, dass er gerade eine schwere Zeit durchmacht und dass Gott ihm sagen will, dass er mit ihm ist und ihn da durchbringen will. Boah, ja, jetzt bist du dein Flugzeug, ne? Kennst du ihn ja überhaupt nicht. Denkst du, ja, jetzt einfach den so anquatschen, ja. Das kommt ja echt blöd. Ne? Man kämpft da manchmal auch mit. Ne? Das ist auch manchmal nicht so einfach. Und natürlich, du weißt auch, der Flug ist irgendwann zu Ende und du kannst ja jetzt nicht ewig warten. Ja? Also du hast da jetzt einen gewissen Druck. Ja? Und, naja, so, ich wusste, dann wurde schon angesagt, Landung bald. Ich sage, jetzt muss ich sagen, ja, habe ich hier einfach, Entschuldigung, also ich weiß gar nicht mehr, wie ich es genau gesagt habe, auf jeden Fall sagst du, also ich bin gläubig und Gott hat mir gerade was gezeigt über ihr Leben und ich habe den Eindruck, dass sie gerade eine echt schwere Zeit durchmachen, aber ich möchte ihnen sagen, dass Gott sie liebt und dass er ihnen helfen will, da durchzukommen. Und ich sage euch, der Mann ist in Tränen ausgebrochen. Der hat plötzlich Tränen in den Augen. Dieser echt gestandene Mann, der lief in die Tränen runter, sagte, sie können ja, oder du kannst ja gar nicht wissen, ich bin gerade auf dem Weg zur Beerdigung meines Sohnes. Und er war total am Boden zerstört, eigentlich sein Leben. Und wir haben dann zusammen gebetet und geheult und er hat sich bedankt. Und Halleluja, das ist die Liebe Gottes. Ja? Und das konnte ich nicht wissen. Ja? Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich ihn lieber nicht angesprochen. Ja? Weil es ist auch, es kostet Überwindung, aber Gott wollte ihn ansprechen. Und Gott möchte das auch durch dich tun. Er möchte durch dich Menschen übernatürlich erreichen. Ja? Und wir müssen lernen, da eben sensibel, gehorsam und lernen, mit dem Geist zusammen zu leben, zu arbeiten und ihn auf seine, wenn er die Gaben schenkt, ja, dass wir sie auch erkennen und dann auch anwenden. Ja? Wenn plötzlich so ein Eindruck kommt, eben, boah, kommt ein Gedanke, ja, über eine andere Person, denkst du, ha, was ist das jetzt, woher soll ich das wissen? Oder wie die Luisa, ja, sie war zu Hause, hat gebetet, sie hätte auch denken können, ach naja, ich habe wieder zu viel Pizza gegessen gestern, warum denke ich jetzt, dass mit dem Kind irgendwas nicht stimmt? Aber sie war feinfühlig, ja, und sie ist darauf eingegangen, es wurde zu so einem
riesigen Segen. Halleluja. Ich mache jetzt hier einen Punkt, weil ich glaube, sonst wird es hier, weil der dritte Punkt ist auch nochmal so wertvoll und kostbar, dass ich den jetzt nicht einfach so durchackern will, so schnell. Wir wollen jetzt lieber nochmal wirklich vom Herrn kommen. Ja? Lass uns wirklich nochmal vor dem Herrn kommen und uns dem Heiligen Geist hingeben. Halleluja, danke. Danke, Herr. Ich danke dir, dass du so real bist, dass du so echt bist und dass wir dich erleben dürfen, Herr. Deine Güte, deine Liebe, ganz praktisch, ganz real, dass du mitten in unser Leben, in unsere Probleme, in unsere Schwierigkeiten, in unsere Nöte, in unsere Krankheiten, in unsere Schmerzen hineinkommst. Oh, weil du uns kennst und weil du weißt, was wir brauchen, Herr. Und du weißt auch, was die Menschen um uns herum brauchen, Herr. Und wir wollen feinfühlig werden für die Nöte der Menschen um uns herum, wenn du uns gebrauchen möchtest, dieser Not zu begegnen, Herr. Ich danke dir so sehr, dass du uns das zutraust, dass du uns diese Gaben geschenkt hast, dass du uns diese Gaben schenken willst, Herr. Und Herr, wir wollen diese Gaben willkommen heißen. Wir wollen nicht sagen, ja, das sollen andere machen oder das ist nichts für mich, sondern wir wollen offen sein dafür, uns dafür öffnen, Herr, für deine Gaben. Es sind deine Geschenke, Herr. Und wir wollen sie nicht ablehnen, wir wollen sie nicht vernachlässigen. Du hast gesagt, wir sollen den Geist nicht auslöschen. Wir sollen die Weissagung nicht vernachlässigen oder prophetisches Reden nicht geringschätzen, sondern wir sollen es wertschätzen, Herr. Wenn du wirkst, wenn dein Geist wirkt, und bitte komm, Heiliger Geist, bitte komm und komm auf diese Gemeinde, komm auf deine Gemeinde, auf deine Kinder, Herr. Mit einer neuen Offenbarung, mit einem neuen Wissen, mit einer neuen Leidenschaft auch, mit einem neuen Feuer, dass wir uns gebrauchen lassen, durch übernatürlich. Und schenk uns den Mut und die Kühnheit und auch das wirklich zu tun und diesen Schritt zu tun, wenn wir merken, du willst jetzt was tun, Herr. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, dass du da bist, Herr. Danke, dass du uns ausstatten willst. Halleluja. Halleluja. Mit übernatürlicher Kraft, Herr. Herr, dass wir nicht nur auf unsere natürlichen Fähigkeiten schauen, sondern dass wir achten und damit rechnen und uns danach ausstrecken, nach diesem Übernatürlichen von dir, Herr. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Du bist so gut. Herr, du bist so gut. Danke dir, dass du auch jetzt hier bist, Herr. Danke dir, dass du auch jetzt hier bist. Halleluja. Ich habe gerade so einen Eindruck auch, dass jemand irgendwie totalen Unfrieden die ganze Zeit hat, irgendwie so total aufgewühlt ist und irgendwie gar nicht zur Ruhe kommt und irgendwie total nervös ist oder ich weiß jetzt nicht wegen was oder vielleicht ist es sogar unbegründet, aber irgendwie so eine totale Unruhe. Und Gott will dir jetzt einfach Frieden schenken, möchte ich sagen, ja, Friede, Gottes, sein Friede sei mit dir, sein Shalom, seine Ruhe. Und Gott möchte dir diesen Frieden schenken, diesen übernatürlichen Frieden, dass da Ruhe in dein Herz, in deine Seele hineinkommt. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Vielleicht machen wir es jetzt einfach mal so. Wenn jemand hier ist, der sagt, ich habe eine Not, ich habe echt eine Not, ich brauche was von Gott, ich brauche Hilfe, ich brauche eine Heilung, ich habe Schmerzen, ich habe eine Sorge, dann sei mutig und steh einfach mal auf. Ja?
wenn es dich betrifft und sagst, ich brauche echt Hilfe von Gott, ich brauche vielleicht auch Weisheit oder was auch immer. Das ist ja keine Schande, wenn man von Gott was braucht. Ja, wir brauchen alle immer irgendwas von Gott. Und wenn du sagst, ja, es ist was Spezielles, aber dann lade ich dich ein, einfach mal aufzustehen. Halleluja. Danke, Jesus. Wir müssen uns ja nicht umschauen, wir schauen einfach auf Jesus. Wenn er was tun möchte, dann schauen wir einfach auf ihn. Das ist jetzt keine Show. Wir wollen einfach, dass Menschen gedient werden, dass die Liebe Gottes frei Raum bekommt, zu fließen. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, Jesus, ich danke dir. Ich spüre schon jetzt die Liebe Gottes, einfach nur, weil ihr aufgestanden seid. Als mir Jesus gesagt hat, hey, da gibt es einen jungen Mann, der ist krank, der liegt da zu Hause im Bett. Und Jesus hat sofort, ich will kommen und ihn heilen. Das war Jesu Reaktion. Und Jesus ist, ne, einfach nur, weil ihr aufgestanden seid, ja. Jesus ist schon aktiv. Und jetzt möchte ich einfach, dass wir beten. Und wenn der Heilige Geist, bete einfach mal, wir alle. Und wenn der Heilige Geist dir jemanden zeigt, der da steht, dass du für ihn was hast, dann geh doch zu ihm hin und diene ihm mit dem. Du musst nicht fragen, was der hat, sondern vertraue einfach, dass Gott dir das gibt, was die Person gerade braucht. Ja? Und ich weiß, das ist ziemlich herausfordernd, ja? Aber wir wollen ja lernen. Ja? Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, dass du hier bist, dass du jeder Not begegnest. Du bist der gute Hirte, der sein Leben gegeben hat für die Schafe, für uns, für jeden Einzelnen. Und ich danke dir, dass du uns den Heiligen Geist gesandt hast an deiner Stelle, dass er jetzt deine Liebe austeilt, Herr, für die, die das jetzt brauchen. Vielleicht zeigt dir der Heilige Geist auch noch eine Person und du weißt noch gar nicht, was du ihr geben sollst oder was du für sie hast. Aber manchmal ist es so, man tut einen Schritt im Glauben und man weiß vielleicht noch gar nicht, was dann kommt. Aber geh einfach mal drauf zu und vertraue dem Herrn, dass er dir im richtigen Moment das gibt, was du brauchst. Ja? Wenn es falsch ist, wenn du daneben liegst, ist es ja auch nicht schlimm. Dann hast du zumindest einen Schritt getan, um zu lernen. Ja? Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist.
Halleluja, Jesus, wir lieben dich. Halleluja, wir lieben dich, Jesus. Wir lieben dich. Amen. Halleluja. Ihr dürft ruhig noch weiter beten, wenn ihr gerade im Gebet seid. Hat jemand was empfangen von denen, die gestanden waren? Habt ihr gemerkt, wie der Heilige Geist euch gedient hat? Ja, super. Halleluja. Noch jemand? Hat jemand was empfangen jetzt, wo für ihn gebeten wurde, wo du gemerkt hast, wow, das war wirklich vom Heiligen Geist, dass das angesprochen wurde oder das genau in der Weise gedient hat? Ist noch jemand? Das glaube ich gar nicht, dass er bestimmt hat Gott euch noch angerührt. Also ich will es nicht pushen jetzt irgendwie. Wir wollen es schon echt, das Echte. Aber wisst ihr, das ist gar nicht das Entscheidende jetzt, sondern es ist, natürlich ist es entscheidend, dass auch Menschen gedient wird, ist schon klar, aber, und dass sie auch was empfangen, dass es was bringt, aber dass wir diesen Mut bekommen, diesen Schritt zu tun, wie Petrus aufs Wasser raus, ja, zu sagen, ja, ich gehe diesen Schritt, auch wenn ich dann mal nass werde dabei und kurz untergehe und es vielleicht nicht so ganz hundertprozentig geklappt hat, aber zumindest ich habe den Schritt getan und es ist so wertvoll und Gott sieht dieses Verlangen, anderen zu dienen. Okay, wir machen jetzt Schluss mit dem Gottesdienst, aber der Gottesdienst geht weiter. Der wichtigste Gottesdienst ist der Gottesdienst nach dem Gottesdienst. Amen. Und Gott segne euch, ihr Lieben, ihr seid Gefäße zur Ehre Gottes und Gott möchte euch gebrauchen durch die Kraft seines Geistes. Halleluja. Jesus, ich danke dir für all die Menschen, für deine Kinder, dass du sie gesegnet hast und dass wir mit dir gehen in diese Woche, dass du mit uns gehst, Herr, und dass du uns gebrauchst zu deiner Ehre und durch deine Liebe. Amen.